Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Wolfsherz und ich begrüße euch zurück zu Airport CEO. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wie wir sehen, gehen die Leute hier ganz brav durch den Security-Bereich, den wir errichtet haben. Aber wir sehen auch, dass sich selbst hinter der Schlange noch einiges an Schlange aufreiht. Von daher bin ich am Überlegen, ob ich den zweiten Security-Checkpoint auch schon öffne. Da müssten wir nochmal vier Sicherheitsleute einstellen. Möglich wäre das, aber... Ah, ich sehe gerade, hier ist auf jeden Fall schon mal der Ausgang fertig geworden. Das heißt, die Leute können jetzt auch den Sicherheitsbereich wieder verlassen. Hier sind noch Warnungen. Eine Person kann keinen Ausgang finden. Okay, das müsste alt sein. Der hier, glaube ich, der hier rumsteht. Das lösche ich mal. Ja, das kommt jetzt wieder. Vielleicht hat er das aber noch nicht geschnallt. Na, hoppla. Vielleicht hat er das noch nicht geschnallt, dass er jetzt hier raus kann. Ist einer unserer Reinigungsfachkräfte. Ah, jetzt bewegt er sich auch. Und die rote Meldung ist verschwunden. Sehr schön. Ja, und wir sehen, dass auch ankommende Fluggäste, die hier aus dem Flugzeug aussteigen, den Sicherheitsausgang benutzen, also den Ausgang aus dem Sicherheitsbereich. Können wir nochmal anzeigen hier oben. Sicherheitszone ist das Schraffierte. Und alles andere eben halt nicht. Wir haben hier einen sehr großen Ausgangsbereich. Warum? Weil ich hier später gern auch noch das Gepäckrückgabeband irgendwie reinbauen möchte. Da bin ich noch nicht sicher, wie, und da habe ich noch nicht mitgearbeitet. Das werde ich also mit euch gemeinsam entdecken. Und ich habe den Eindruck, das hier ist eigentlich ganz gut, unser Personalsicherheitsbereich. Da gehen ja in der Regel nicht viele Leute durch. Das reicht hier absolut aus. Oh, schau mal hier. Da sind gerade busseweise neue Fluggäste angekommen. Und ich befürchte, ist das hier... Oh ja, schaut mal. Sie sind brav. Sie stellen sich schön in die Schlange. Warum stellen die sich nicht an die anderen Schalter? Weil die Fluglinie hier, die CLM, hat nur einen Schalter gemietet. Das heißt, ne, hier sieht man das, hier ist kein Flug gerade drin und hier ist auch kein Flug drin. Und das ist realistisch, denn Fluggesellschaften mieten sich an Flughafen oder an Flughäfen immer... entsprechende Schalter-Check-In-Desks, und das ist hier, das wird hier vom Spiel auch ganz einwandfrei so übernommen. Ja, da sieht man hier schön noch so einen kleinen Ticker. Achtung, das Gepäck darf die entsprechenden Limits nicht überschreiten. Wetter, Windgeschwindigkeit, Regenwahrscheinlichkeit und so weiter. Wir sehen hier die Flugnummer, wohin, um wie viel Uhr. Das ist alles schon wunderbar. Aber wir haben hier halt immer noch rot, kein Baggage. Das ist... halt, wie gesagt, einer der nächsten Punkte. Wir schauen mal auf einen der Flieger. Hier, diese Übersicht habe ich ja schon gezeigt, die finde ich total schön. Auch Tank-Services sollten wir bald anbieten. Aber bevor wir das machen, würde ich, glaube ich, gerne ein paar Sitzbänke hinstellen, weil die stehen hier alle rum und ich glaube, so toll finden die das nicht. Übrigens bekommen wir hier für jeden Fluggast, der den Flughafen betritt, von diesem Flieger auch ein Betrag gutgeschrieben. Und wir machen momentan sogar Plus, nämlich $833 pro Stunde Plus. Das ist ja hervorragend. Und da hebt unser Flieger ab. Der CL-700. Können wir gleich mal gucken. CL-700 ist am Taxiing, also ist dabei, über den Taxiway zum Rollfeld zu fahren. Nee, nicht zum Rollfeld, zur Start- und Landebahn. Ja, das ist alles auch on time, weil der Abflug soll um 17.35 Uhr sein und es ist jetzt 17.07 Uhr. Und auch wenn die Zeit jetzt gerade ein bisschen schnell vergeht für die Geschwindigkeit dieses Flugzeugs, denke ich, ist das alles noch gut. Hier nehmen wir relativ viele Leute wieder auch mit, 108 Personen. Und der fliegt um 20 Uhr, also noch genügend Zeit. Das Boarding hat noch nicht begonnen. Moment, das kann man hier sehen. Da gibt es nämlich diesen Turnaround-Monitor. Wir sehen halt eben, Deboarding ist completed, das heißt das Aussteigen. Service Round, Baggage Unloading, Refueling, Wartung, Reinigung, Catering, De-Icing, also sprich bei kalten Temperaturen die Tragflächen vom Eis befreien, ist alles nicht requested von diesem Flieger. Und das Boarding in Progress steht hier 0 von 108. Das stimmt aber nicht, dass das schon in Progress ist, weil es darf eigentlich noch keiner rein, wie es aussieht.
Die stehen nämlich noch alle hier. Ich hoffe, dass es jetzt keinen Bug gibt. Hier können wir übrigens das Flugzeug wegschicken. Oh, und das Gate, sehe ich gerade, hat schon Schäden. Das ist schon nur noch 97% Zustand. Und das kostet jetzt, man könnte es jetzt reparieren. Schaut mal, wie teuer. $15.500 für 3% Schäden. Ah, gut, okay. Hier haben wir das zweite Gate, ist auch schon leicht beschädigt. Da kostet 16.000 für 9%. Also so teuer ist es dann auch nicht. Ja, jetzt hat das Boarding begonnen. Jetzt steigen die Leute hier ein. Ja, wunderbar. Frag mich, warum hier kein zweiter Agent gerade steht. Aber es werden beide Seiten benutzt, von daher alles gut. Warteschlangen lassen sich hier nicht bauen. Ich habe zumindest keinen Weg gefunden, von daher stehen die hier halt alle rum. Habe ich aber auch an Flughäfen, naja, zumindest an den drei Flughäfen, an denen ich bisher war, nicht gesehen, dass man beim Check-in auch noch in so eine Warteschleife geht, in so eine Warteschlange. Das ist aber in einem anderen Simulationsspiel mit dem Thema Flughäfen bisher so gewesen. Muss man sich halt ein bisschen umgewöhnen. Ja, der fliegt von Frankfurt nach Khartoum, also nach Afrika hier unten da. Sehr schön. Da kommt der nächste Flieger an. 107 Leute steigen aus. Ich bin ehrlich gesagt ganz zufrieden, das funktioniert. Da können wir weitermachen mit. Unser Flugplaner, wir sollten vielleicht für morgen schon mal... Ah, da haben wir schon gemacht. Wir könnten für Freitag noch ein paar Flüge einsetzen. Fangen wir doch direkt ganz früh an. Was ist denn jetzt passiert? Jetzt hat es genommen, okay. So, wir versetzen das ein bisschen. Und dann haben wir die Flieger auch bald alle durch, wie es aussieht. Wird zumindest weniger. Und siehe da, alles erledigt. Verschieben ist jetzt übrigens nicht mehr. Wenn die einmal drin stehen, dann stehen die drin. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, hier jetzt zu sagen, nö, ist nicht oder so. Das ist dann so. Und wenn wir das so verpatzen, wenn wir das jetzt hier nicht hinkriegen, dann ist das unser Problem. Da zahlen wir da, glaube ich, Strafen für. Gut, jetzt widmen wir uns allerdings dem weiteren Ausbau. Zweites Gate lasse ich mal, zweiten Security Checkpoint lasse ich erstmal sein. Aber ich würde die Warteschlangen hier größer machen, denn wir sehen ja hier, dass das nicht so super toll ist. Moment, wie kann ich diese Queue denn wieder abreißen? Ah ja, einfach so. Oder auch nicht. Ah, mit Steuerung. Sehr schön. Genauso wie man beim Bauen auch alles rückgängig macht. So, und jetzt würde ich die halt tatsächlich bis hier ziehen. Ja. So. Naja. Nee, das sieht nicht aus, oder? Das sieht, glaube ich, nicht aus. Das ändern wir nochmal. Ah, das funktioniert einfach durch immer wieder drücken, weil man kann es jetzt nicht irgendwie in die Länge ziehen. Wir machen es gleichmäßig. Wir haben hier einen Abstand, dann haben wir hier auch einen Abstand. Ich hatte es vorher einen weniger. Ich denke, so ist es dann aber schon ein Stückchen größer. Wenn wir es dann noch ein bisschen länger machen, bis hier, dann ist es, glaube ich, angenehm. So, hoffentlich gibt es hier jetzt kein Problem, wenn ich das so mache. Aber nö, die reihen sich einfach neu ein, denke ich. Das funktioniert dann schon. So. Ein bisschen mehr Platz zum Anstellen. Jetzt aber wirklich mal weiter. Man kann so viele Details hier machen. Ich wollte, dass die Leute sitzen können. Also gehen wir direkt mal in Items, in Gegenstände. Und wir haben hier Sofa oder ganz normale Stühle. Das hier ist das Gate Seating, das ist das, was wir brauchen. 16 Sitze, schön angeordnet in zwei Reihen, erlaubt den Fluggästen, sich hinzusetzen. Und ja, die Frage ist ja immer, wie man sowas macht, dass es einigermaßen schön aussieht. Ich stelle die erstmal hier hin. Die kosten jetzt $1.000. Das ist nicht so schlimm, wenn wir da...
Ja, das passt jetzt nicht so hundertprozentig. Lassen wir die erstmal aufbauen. Und Pflanzen und sowas alles kommen dann später. Aber sitzen ist schon mal wichtig. Okay. So, aber was machen wir jetzt? Ich würde gerne Folgendes machen. Und zwar Refueling Service. Denn damit können wir ordentlich Geld verdienen, wenn wir den Fluggesellschaften anbieten, die Flieger wieder auftanken zu können. Gibt's halt fürs Betanken Geld und das ist auch nicht gerade wenig. Von daher gehe ich das jetzt als nächstes an. Wir brauchen dazu einen kompletten Servicebereich. Und ich denke, das aufzubauen, das wird jetzt auch interessant. Erstmal müssen wir nachschauen, ob wir das schon können. Wir können bei den Procurements schauen, ob wir schon tanken gemacht haben. Haben wir nämlich nicht gemacht. Wir brauchen für die großen Flieger, die wir hier jetzt im Moment planen, das Jet A1 Fuel. Das ist nämlich für den normalen Flugverkehr gemacht, also für den kommerziellen Flugverkehr. Und das jetzt freizuschalten dauert 6 Stunden. Müssen wir einfach warten und dann können wir das aber bauen. Obwohl, ich glaube, bauen können wir es jetzt schon. Das müsste bei Infrastruktur sein. Wir können auf jeden Fall schon mal den Checkpoint bauen. Denn so viel ist sicher, wir müssen eine Möglichkeit haben, dass Trucks, die das Benzin oder den Treibstoff anliefern, unser Gelände betreten können oder befahren können. Und dann gibt es halt eben hier eine Schleuse, die den normalen Verkehr von dem internen Verkehr trennt. Und ich finde, das baue ich einfach mal hier hin. Ja. Und zwar ganz genau auch so. Jetzt muss ich mal gucken, was ist außen, was ist innen. Das ist jetzt eine gute Frage. Ah ne, die Fahrtrichtung wird ja angezeigt. So ist richtig. So ist richtig. Und wenn der gebaut ist, müssen wir uns sofort anschauen, wo der Zaun zu bauen ist. Dann würde ich natürlich auch den Zaun noch zu Ende ziehen, damit wir da an der Grafik anschließen, weil hier ist so ein Zaun mit drin. Ich weiß nicht sicher, ob man den auch wirklich bauen muss. Aber das sehen wir dann. So, wir brauchen einmal eine Public Road. Die machen wir jetzt hier hin. Dann können die Trucks hier abbiegen und auf das Gelände fahren. Und intern gibt es halt eben die Service Road. Das heißt, die Straße, die... Ja, ich glaube, ich muss hier auch noch mit dran. Jawohl. Und intern halt die Service Road, über die unsere Fahrzeuge fahren können. So. Machen wir das erstmal so. Ich denke, da werden unsere Arbeiter ein bisschen beschäftigt sein. Wir können ja zuschauen. Sieht soweit doch gut aus. Die Straße ist schon fertig. Na schade, ich hätte mir gewünscht, dass jetzt erst der Checkpoint kommt. Aber da, der wird gebaut. Da ist er ja. Da ist er ja. Und tada, wunderschön. So, und hier ist jetzt halt dieser Zaun. Und ich finde, wenn man das schon hat, dann baut man das auch zu Ende. Der wird, wo wird der sein? Wird der hier sein? Oder ist der unter Structures? Da, unter Structures. Fence. Und den ziehen wir jetzt einmal hier zu Ende. Und da schließt er halt auch an und dann machen wir das auch. Dann ziehen wir den einmal durch. Kostet nur $2000. Und dann machen wir das hier auf der anderen Seite auch. Wie viel Abstand haben wir? 2. Also hier einmal über die ganze Länge. Okay. Sieht realistisch aus und ist es ja auch. Hab noch kein Flughafengelände gesehen, auf das man einfach so drauflaufen kann. So, den Tower übrigens, den habe ich ja hier oben gebaut, den hätte ich im Nachhinein lieber woanders gebaut, glaube ich. Und zwar irgendwo an unser Straßennetz. Könnte also gut sein, dass wir den irgendwann mal abreißen. Ich kann ihn gar nicht anklicken. Der hat also überhaupt gar keine Funktion, außer dass er da sein muss eben. Kann sein, dass ich den mal irgendwann abreiße und ich den neu errichte hier in diesem Servicebereich dann halt. Apropos Servicebereich, sind wir mit der Freischaltung schon durch? Nein. Noch fast zwei Stunden. Ich lasse die Zeit mal schnell vorlaufen, dann geht das ja ganz fix. Flüge sind geplant für den nächsten Tag. Wir könnten theoretisch auch zum nächsten Tag vorspringen, aber dann nehme ich mir die Möglichkeit, halt eben sofort zu bauen, wenn die Forschung fertig ist. Jetzt dauert es noch ungefähr eine Stunde.
Und das Ganze mit dem Baggage, das ist ein sehr interessantes System. Da gibt es ja auch natürlich in der Hilfe Tutorials, da kann man sich das alles ansehen. Man muss es halt erst kaufen und dann muss man halt irgendwas bauen, ein Depot. Das ist am besten irgendein Gebäude, das man nicht unbedingt jetzt zwangsweise hieran anschließen muss. Das kann ein Servicegebäude sein, was man irgendwo hinstellt. Warte mal, irgendeine Meldung kommt gerade die ganze Zeit rein. Ich schau mal gerade. Okay, das sind Wetter-Updates, Windy Conditions, das heißt, es gibt ein bisschen Wind. Das ist ja so nicht schlimm. A new product has arrived. Das ist das Jet Fuel. Das ist das. Das war der Ton, den wir hier bekommen haben. Dann schauen wir doch da mal direkt rein. Wir haben es jetzt halt freigeschaltet und können ein paar neue Sachen dann bauen. Die schalten sich hier mit der Zeit frei. Das müsste unter Infrastruktur sein. Oder unter Structures. Da, Fuel Tank und Fuel Depot. Wir brauchen erst einmal ein Depot. Das Depot ist quasi die Hauptstelle, wo die Trucks dann auch hinfahren und sich das Zeug holen. Wo baut man das jetzt sinnvollerweise hin? Jetzt habe ich wieder den Flughafen gedreht. Ich wollte das hier drehen. Ich würde mal sagen, wir lassen hier ein bisschen Abstand. Vielleicht hier bis hier so. Das ist das Depot und wir können an das Depot jetzt weitere Tanks anschließen, um mehr Kapazität zu haben. Aber brauchen wir, glaube ich, im Moment noch nicht. Würde ich mir dann auch noch sparen, das Geld. Service Road muss ein bisschen weitergehen bis dort. Und wenn wir jetzt den Tank gebaut haben, dann können wir neue Contracts aufnehmen. Und zwar, ich filter das mal nach Fuel Suppliers. Na, da ist jetzt noch keiner da, weil wir noch kein Depot haben. Also müssen wir das erstmal bauen. Das machen wir jetzt direkt. Wir lassen die Zeit einfach schnell laufen. Dann haben wir das Depot auch gleich. Der Zaun ist fertig, wie es aussieht. Ja, da sind die letzten Stückchen. Wunderbar. Ich mache euch mal ein bisschen näher rangehen, damit man das auch sieht. Gut. Dann ist jetzt das Depot dran. Auch hier sind die Materialien schon angeliefert. Die Arbeiter tun ihr Werk. Na komm. Und fertig. So. Hier fahren die Trucks halt drauf. Tanken, also holen sich ihr Benzin ab. Und die fahren dann in ein Depot. Und wenn die angefordert werden von den Fluglinien, hier ist übrigens der nächste Flieger. Da gehen aber nur 62 Personen mit auf die Rückreise. Dann fährt das halt das Flugzeug an, betankt das Flugzeug, fährt wieder zurück in sein Depot. Habe ich nämlich vergessen zu bauen. Müssen wir auch noch haben. Also ein Bus-Shelter ist es nicht. Ach, Bus-Shelter. Oh, das ist ja... Das sollten wir ja eigentlich unbedingt bauen. Wie wird das platziert? Ich kann das gar nicht erkennen. Ist das egal? Wo wird denn das hingebaut? Hier scheinbar. 500. Ich weiß nicht, wie es funktionieren soll. Ich nehm's mal wieder weg. Ich glaube, so dringend brauchen wir das nicht. Aber es ist schön zu wissen, dass wir das bauen können. Okay, jetzt aber zu dem Depot. Das wird dann unter Infrastruktur oder Structures auch sein. Da, Vehicle Depot. Da ist es doch. Brauchen natürlich auch einen Straßenanschluss. Das heißt, das würde ich jetzt sogar... Ich würde es hier bauen. Ja, denn so viel kann ich schon sagen, nach rechts werde ich keine weiteren Flugzeuge bauen, sondern, also Gates, die werde ich eher weiter nach links bauen. Und hier rechts machen wir auch noch vielleicht so einen kleinen Flughafengedöns für den privaten Flugverkehr. Das ist, denke ich, auch nicht uninteressant. Wenn wir das Depot haben, können wir Fahrzeuge kaufen. Da kommt der nächste Flieger, ist auch so eine kleine. Was ist denn das hier eigentlich für eine Maschine? Kann ich das nicht sehen? Ah, da. Eine Bombardier CRJ 700. Sehr schön. Fliegt ab um 11 Uhr erst. Und die fliegt ab um... Das Boarding ist schon komplett. Die müsste uns jetzt eigentlich gleich verlassen. Die fliegt ab um... Jetzt fliegt sie ab. So, da ist unser Vehicle-Depot. Da ist jetzt nichts drin. Wir kaufen
Über die Contracts. Alles wird über die Contracts gemacht. Ein Fahrzeug. Nee, Moment, das geht, glaube ich, anders. Das muss ich... Ach, Moment. Den muss ich auch ordern. Und zwar ist ein Fuel Truck hier enthalten. Und den muss ich jetzt kaufen. Der kostet $1,500. Das ist witzig wenig. Aber 50 pro Stunde halt auch Unterhalt. Ich denke mal, einer reicht erstmal. Und wir brauchen noch einen Contract für Fuel. Wir haben nämlich noch nichts drin hier in unserem Depot. Das heißt, da können wir jetzt schauen. Fuel Supplies, das sind die Anbieter. Class Medium ist ja das, was wir haben momentan. Wir haben alle Ansprüche auch erfüllt. Das heißt, wir müssen uns jetzt nur noch beim Preis einig werden. Wir schauen mal hier bei Zip Fuel. Was haben wir da? Die liefern Jet A1 Aviation Fuel für 0,009 pro Liter. Und 400.000 Liter pro Lieferung. Okay. Alles klar. Was ist mit Avi Fuel? Und 0,004. Das ist, ah ne, das ist das Falsche. Das ist hier das Jet A1. Auch 0,009 und 400.000. Okay. Wir können jetzt zum Vergleich mal hier so ein Class Large machen. Das sind dann halt 800.000 Liter. Und da, wenn man mehr abnimmt, ist ganz klar, kriegen wir auch einen Rabatt oder Nachlass. Dann kostet das nämlich nur 0,006 pro Liter. Jetzt muss man eben schauen, wie viel Kapazität haben wir denn? 200.000. Ach, dann reicht ja eigentlich ein kleiner Vertrag. Small. 200.000. 0,01. Das ist natürlich dann auch wieder ein Stückchen teurer. Also, ich würde sagen, machen wir jetzt. Moment, Nature Fuel. Was haben wir noch in Small? Nix. Dann haben wir eh nur einen Anbieter. Wir unterschreiben und bekommen jetzt Benzin geliefert. Die kommen halt hier unten und liefern das hier an. Und mit unserem Truck können wir hier dann hin und her fahren. Und die Flugzeuge betanken. Und die Stühle, die wir gebaut haben, die werden auch schon fleißig genutzt. Das finde ich schön. Einige stehen auch. Ist ja immer so. Gibt ja Leute, die können nicht anders. Die müssen den ganzen Tag auf den Beinen sein. Was haben wir hier? Eine Boeing 737. Und die nimmt 79 Personen wieder mit. Fliegt ab um 13.35 Uhr. Ja, und es ist jetzt gerade mal 10 Uhr. Was haben wir hier? Eine rote Meldung. Oh, ein Arbeiter kann seine Position nicht erreichen. Was? Welcher Arbeiter? Oh, jetzt habe ich es weggemacht. Ah, ich wollte nicht auf Clear, ich wollte auf Locate drücken. Welcher Arbeiter kann denn da bitte sein Gebiet nicht erreichen? Ich hoffe, dass die Meldung nicht kritisch ist und dass es zur Not wiederkommt. So, hier wird gerade, Pause. Hier wird gerade unser, sag mal schnell, unser Benzin angeliefert. 200.000 Liter. Das ist unser Truck. Der fasst 20.000 Liter. Ein bisschen unrealistisch, aber ist okay. Dass der hier 200.000 fasst. Ich weiß nicht, wie viel so ein Tank lagen, aber der ist ja genauso groß wie der. So, und der füllt jetzt hier auf. Das können wir zugucken. Da wird jetzt aufgetankt und der Tank füllt sich 200.000 Liter. Wir können jederzeit extra Fuel beauftragen. Dann wird, glaube ich, nochmal was nachgeliefert. Bin ich nicht sicher. Habe ich noch nicht gemacht. Lassen wir es jetzt einfach erstmal voll laufen. So. Okay. Tank voll. Jetzt fährt der Wagen ab. Und jetzt müsste gleich unser Truck hier kommen. Der Fuel Truck Jet A1. Wo man übrigens auch genau sieht, in welchem Zustand der ist. Ich mache mal ein bisschen schneller. Der müsste jetzt kommen und sich gleich hier Gas ziehen. Macht er das nur einmal täglich oder so? Kann das vielleicht sein? Bin ich jetzt nicht sicher. Eigentlich hätte ich gedacht, der kommt jetzt raus. Aber gut, die Flieger, die wir jetzt haben, die brauchen halt noch keinen Fuel-Service. Das heißt, wenn wir einen neuen Auftrag annehmen von einer neuen Fluglinie, dann würde ich natürlich versuchen, darauf zu achten, eine Airline zu nehmen, die auch gerne Betankung wünscht, damit wir das Geld da entsprechend auch machen können. Jetzt ist das halt wahrscheinlich noch nicht der Fall. Darum fährt er wahrscheinlich auch nicht los, um sich aufzufüllen. Okay. Ja, wir haben auf jeden Fall sichergestellt, dass wir die großen oder mittleren Jets betanken können. Von daher können wir jetzt uns dem nächsten Projekt widmen, beziehungsweise müssten wir, glaube ich, erstmal
Ich überlege gerade, ob ich jetzt den Kleinflughafenbetrieb noch machen soll mit einem kleinen Auftank, also mit dem anderen Treibstoff noch dazu. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, schau mal hier. Neue Warteschlange gebaut. Sieht auf jeden Fall ordentlicher aus, aber die Leute stehen tatsächlich hier vom Check-in-Schalter bis hier stehen die sich die Beine in den Bauch. Ich wünschte, die würden sich hier unten sammeln. Dazu müsste ich dann die Warteschlange länger machen. Dann würde das noch ein bisschen ordentlicher aussehen. Wisst ihr was? Mache ich einfach. So, machen wir es jetzt so. Und analog auf der anderen Seite dasselbe. Okay. Das sieht besser aus. So, jetzt haben wir wieder ein paar Meldungen. Wir gucken kurz nach. Golden Opportunity. Ja, sehr schön, dass das jetzt mal auftaucht. Finde ich gut. Ich kann euch ja mal den Posteingang zeigen. Wir kriegen nämlich jede Menge Mails und da sind leider auch Spam-Mails bei. Oder was heißt leider? Das ist halt sehr realistisch. Ne? Wer hat noch keine Spam gehabt? PayQuick, ne? Und so weiter. Dafür können wir was tun. Also erstmal lösche ich natürlich diese Mail. Ich muss hier gleich mal generell durchschauen, was hier ist. Aber wir könnten was dagegen tun. Es gibt ein Spamfilter, dieser hier, den können wir kaufen und der kostet nur $150. Ja, also das machen wir natürlich sofort. Oh, dafür brauchen wir einen CIO. Da müssen wir einen CIO für einstellen. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal, dass wir einen kriegen. Oh, hier hat sich was geändert. Es sind ein paar Updates gewesen übrigens und ich sehe, dass sich hier etwas geändert hat. Das sieht anders aus, meine ich. Also, Boards, wir brauchen einen CIO. Haben wir jetzt geöffnet, die Stelle. Und schauen wir uns die Bewerbungen an. Uiuiui, die sind aber, die kosten aber auch gut Geld. 91, 71. Naja. Besser. Ich würde sagen, wir nehmen den. Das ist halt der mittlere vom Preis, aber die Fähigkeiten hier sind deutlich besser. Meine ich zumindest. Von daher nehmen wir den mal und jetzt holen wir uns hier so einen Spamfilter. Was heißt eigentlich CIO? Chief? Müssen wir mal gucken. Chief Information Officer. Alles klar. Alles klar. So. Einmal bitte den Spamfilter installieren. Dauert eine Stunde. Dann haben wir das schon mal raus. Wir haben 21 Mails. Die Construction. Diese ganzen Meldungen zum Thema Construction Tutorial, die werde ich schon mal löschen. Den Spam sowieso. Tutorial, 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 Spam, Tutorial, Spam. Oh, jede Menge Spam. Und das sind jetzt übrigens unsere Empfangsbestätigungen für den Treibstoff. Kriegen wir hier halt genau eine Auflistung, was wir bekommen haben, was wir geliefert bekommen haben und wie teuer es war. Hier ist heute, das ist der Truck, den wir bestellt haben. Sehr schön. Genau, wurde geliefert und steht Ihnen jetzt zur Verfügung. Sehr schön. Alles klar. Dann haben wir die Mails mal durch. So, hier ist was rot. Einer kann sein Ding nicht erreichen. Das hatten wir schon. So, wer kann denn sein Ziel nicht erreichen? Wer kann denn hier sein Ziel nicht erreichen? Welcher von den dreien? Ich wünschte, mehr Infos wären da. Das ist unser Staff. Warum? Die müssten ihr Ziel aber locker erreichen können. Hier steht einer, das heißt, Personal kann den oberen Bereich betreten. Jetzt geht einer. Und der geht wahrscheinlich hierhin, weil gleich ein Flieger kommt. Wir können ja nochmal auf Locate drücken, das ist der gewesen hier, ganz klar. Der erreicht jetzt aber sein Ziel scheinbar. Der geht wahrscheinlich an einen der Schalter hier. 13:50 Status closed. Der wird den Desk jetzt öffnen, denke ich mal. Ja, sicher bin ich da jetzt nicht. Also, es gibt schon noch einige Fragezeichen. Ich habe ja auch
noch nicht so viel Erfahrung in dem Spiel, aber auf jeden Fall bis hierhin läuft es erstmal. Ich denke mal, das sind so ganz kleine Problemchen, mit denen wir aber auch noch klarkommen. So, das soll's für heute erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Airport CEO in dieser Woche dreimal. Erstmal gucken, wie es bei euch ankommt. Ich denke, danach entscheidet sich halt, wie viele Folgen wir machen und wie lange wir spielen, wisst ihr ja. Also, wenn ihr Gefallen findet an diesem Let's Play, dann denkt an die Daumen und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt und was ich vielleicht falsch mache. Sicherlich kennen sich einige von euch auch schon besser aus oder haben den einen oder anderen Tipp und den könnt ihr mir oder die Tipps könnt ihr mir gerne da lassen. Einfach Kommentarfunktion benutzen, dafür ist sie ja da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Doc. Ciao.